Ein Tornado hat am Sonntagnachmittag in der niedersächsischen Gemeinde Dramfeld bei Göttingen eine rund 500 Meter lange Schneise der Verwüstung gezogen. Mehr als 30 Häuser wurden beschädigt. Dachziegeln schossen durch die Luft, teilweise wurden die Dächer sogar komplett abgedeckt. Bäume knickten um wie Streichhölzer oder Äste wurden abgerissen und Dutzende von Metern durch die Luft geschleudert. Hier ist heute Nachmittag um 15.30 Uhr eine enorme Windhose durch den Ort hier in Dramfeld durchgepäst, auf einer Länge von rund 500 Meter. Mit einer solchen Stärke, dass hier richtig starke Bäume aus ihren Wurzeln rausgerissen worden sind. Äste sind hier durch die Luft geflogen, also das hatte schon eine immense Kraft.